Für Raphael Holzhauser läuft's nach dem Transfer in die Schweiz zu den Grasshoppers Zürich nicht wirklich gut. Nach nur 4 Spielen wird der Ex-Austria Wien Kicker bereits heftig kritisiert. Die Horrorbilanz des Mittelfeldspielers spräche Bände. Der Schweizer Blick schreibt von Holzhauser als das Symbol des historisch schlechten Saisonstartes der Grasshoppers. Denn die Mannschaft von Ex-Austria-Coach Thorsten Fink konnte in 4 Meisterschaftsspielen erst ein mickriges Pünktchen einstreifen. Bezeichnend: Holzhauser stand 4-mal am Feld, wurde 3-mal ausgewechselt. Das Bemerkenswerte daran: mit Holzhauser in der Mannschaft konnten die Grasshoppers bislang kein einziges Tor erzielen, kassierten 10 Gegentreffer und stünden bei 0 Punkte. Die 4 geschossenen Tore erzielten die Zürcher erst dann, wenn Holzhauser nicht mehr am Feld war. Vor der Saison noch als Königstransfer gefeiert, drehte sich der Wind für Holzhauser recht abrupt. Der Tabellenletzte der Schweizer Super League trifft nächste Woche zu Hause auf den FC Sion, da muss angeschrieben werden. Mit oder ohne Holzhauser, Österreicher in der Schweiz. Spielerverein: Raphael Holzhauser, Grasshoppers Heinz Lindner, Grasshoppers Marco Jurezin, Grasshoppers Thorsten Schick, Young Boys Bernd Peter Czernek, FC St. Gallen Marc Janko Lugano, Dejan Stojanovic, FC St. Gallen Lukas Liskovic, FC Winterthur Manuel Sutter, FC Winterthur Rafinha SC Kamer bei Spox, Rapid. Neuigkeiten im Lazarett: Ried gewinnt Schlager gegen Liefering, klar, Harz Legionär Herring, hätte es mir nicht besser erträumen können.